Herr Lichtenberg, denke ich an Hüls, erinnere ich mich. Was fällt Ihnen da ganz spontan ein? Ja, es waren eigentlich trotz Kriegszeiten oder Vorkriegszeiten schöne, unbeschwerte Jugendjahre, die wir hier in Hüls hatten. Es war wenig Verkehr da, wir konnten auf der Straße, konnten wir spielen. Wir hatten die Möglichkeiten, in den Bruch reinzugehen. Und keiner störte uns, besonders nicht vom Verkehr her, nicht so wie das heute ist. Und wir haben auch viel dementsprechend auf der Straße gespielt. Mhm. War es einmal jetzt, dass wir mit Mormel gespielt haben, geknickert, Völkerball gespielt auf der Straße. Kam ja kein Fahrzeug, sodass wir immer gut bestückt waren und immer fröhlich sein konnten. Wenn wir nachmittags oder abends zum Bruch gingen, dann wurde schon gewartet von den Eltern, dass wir abends vor dem Dunkeln nach Hause kamen. Das war natürlich die Pflicht und das fiel uns auch gar nicht schwer, da zu Hause zu sein. Okay, ich frage jetzt einfach mal den Marvin. Ja. Marvin, das hast du ja schon so ein bisschen gehört, du bist ja auch in Hüls groß geworden. Hast du dann irgendwo so Parallelen dazu deiner Kindheit? Ja, so halt das mit dem Spielen draußen. Ne? Also bei uns halt, das war das immer, dass wir zwar auch auf der Straße spielen konnten, aber halt sobald ein Auto kam, ne, musste man runter. Mhm. Und was auch bei uns, also bei mir zumindest in der Erziehung war, dass halt sobald die Lampen angehen auf der Straße, muss ich halt auch rein. War halt dann froh, wenn Sommer war, weil dann ging die Lampe etwas später an. Jetzt bist du ja bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hüls. Das ist korrekt. Ja, und jetzt frage ich mal den Karl-Heinz Lichtenberg. Wie war das denn mit Freiwilliger Feuerwehr so früher, aus früheren Zeiten? Wie ging das denn da? Wie kam es da zum Alarm oder? Ja, da hatten wir die Sirenen, die auch später im Krieg als für Luftschutzkeller aufsuchen gingen. Da gab es, in meinem Alter gab es denn die sogenannte Feuerwehr-HJ, das waren also Jugendliche, die sich denn zusammengefunden hatten. Das waren gab es Segelflugzeuge, wo die Jugend sich dran betätigte. Und dann auch Feuerwehr-HJ, die waren von allen anderen Diensten natürlich ausgeschlossen. Aber die versuchten dann auch immer bei den Bränden da zu sein, um zu lernen und zu helfen mit, sodass das an sich ja kein anderes Thema war. Hast du vielleicht besondere Fragen da mal so an die Zeit von damals? Also ich denke mal, ich weiß nicht, waren Sie selber in der Freiwilligen Feuerwehr? Nein, ich war nicht in der Feuerwehr. Okay, aber ich denke mal, Sie wissen, sind die bestimmt Kutschen, aber ganz am Anfang gab es aber noch, sind zu Fuß gelaufen oder wie? Ja, zu Fuß. Und Autos, das war ja eine Rarität um diese Zeit noch. Du bist ja nur auch in Hüls geboren. Mhm. Was würdest du für Hüls weiter tun? Ich würde versuchen, halt das gucken, dass man sowas halt aufrecht behält, vor allem die Gemeinde hier zusammen. Mhm. Weil ich finde, so ein Hüls kennt hier fast jeder jeden. Mhm. Aber das finde ich halt das Schöne zumindest an Hüls. Und ich würde halt, also klar, man kann halt vielleicht nicht mehr alles machen, so wie früher, dass man, wenn was kaputt ist, weil dafür gibt es halt jetzt Unternehmen und nicht mehr jeder selbst, weil früher, denke ich mal, war das halt so, dass jeder selbst den Stein dran gesetzt hat und jetzt gibt es halt ein Unternehmen, aber ich finde es halt schön, wenn die Unternehmen die Häuser wieder so herrichten würden, wenn was passieren sollte, dass Hüls halt Hüls bleibt und nicht Hüls geändert wird. Was wäre dann so Interesse, wo du sagst, ja, wollte ich immer schon mal wissen? Also ich finde ganz interessant, ich habe es nur auf Bildern gesehen, aber wie sah der Hülser Markt früher aus? Weil der Hülser Markt war ja, ist ja nicht mehr so wie jetzt. Da fehlte zwei markante Gebäude fehlten. Das war einmal was Brockmann ist, das war ein Spitzgiebeldach, aber weit austragend. Und einmal das fantasievoll gebaute Marienapotheke, das war, wo der Dr. Lembeck gewohnt hat. Das hat Hüls bedauert, wie das abgerissen wurde. Und gut, man hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte daran gewöhnt, wie die Marienapotheke aussah. Aber das alte Lembeck-Haus war auch schön. Mhm. Das war so irgendwie so gemütlich neben dem gotischen Giebel von der Kotherhaus und das alte Rathaus. Und dann war auf dem Markt, war noch, wo
da wo jetzt der Optikerladen ist, da war früher eine Kaffeerösterei. Okay. Das war auch ganz in Klinker. Und von daher gesehen war das ein abgerundetes Bild, wo jetzt der Uhrmacher ist, der Goldschmiede. Das war früher auch ein altes Haus, was natürlich dann umgeändert wurde. Und dadurch hatte der Markt als solcher war eine geschlossene Einheit aus der damaligen Zeit. Das war jetzt ein Anfang. Wird immer gesagt, so die Generationen kommunizieren nicht genug miteinander. Ihr habt euch vorher nicht gekannt. Es liegen fast 70 Jahre dazwischen. Und auf Anhieb war trotzdem der Dialog da. Und ich finde, das ist ein tolles Zeichen dafür, dass Generationen sich verstehen und dass man das eigentlich nur ein bisschen mehr noch pflegen muss und vielleicht auch mal einen Anstoß geben kann. Und hier, glaube ich, sind zwei, die diesen Anstoß ins Rollen bringen können und weiterführen können. Gerne. Danke dafür. Gerne. Gerne. Nee, machen wir noch. Ja, klar.